Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wir stürzen uns hier mal direkt in den Kampf. Nein, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt verarscht ihr mich. Level 53? Okay, die anderen sind nicht so schlimm. Dann fangen wir mit dir an. Offensiv-Mekon X. Oh Mann. Scheiße, das ist ja wohl nicht wahr. Ich dachte, das Schlimmste wäre überstanden. Ist es aber nicht. Oh, Nummer 1 ist down. Der zweite Offensiv-Mekon. Haben wir dich getroffen? Oh ja, das war sogar ein richtig starker Treffer. Oh, Schala. Stürm. Wow. Ja, anstatt Ricky jetzt zu heilen, klar, könnte man machen, aber nee. So, der Kamikaze, Heini. Okay, er konnte Ricky damit nicht töten, das ist gut. Dann schaffen wir das wohl. Oh, oh, arme Schala. Oh, ich bin abgelenkt. Ich bin ein wenig abgelenkt. Ich habe Angst vor dem Typen. Wieso treffen wir nicht? Okay, das war endlich mal wieder ein Treffer. Ich wollte gerade sagen, kann man den gar nicht mehr erwischen? Ist doch hier keine Telesia, wo ich erstmal lesen muss. Oder wie hieß die Attacke? Man den treffen konnte. Mal kurz nachgucken. Löscher. So war das genau. Los, Shadow Eye, mach mich stärker. Sind wir den auch down? Komm. Von hinten, von der Seite. Du bist gelähmt, du liegst auf dem Boden. Vicky könnte ein bisschen Energie gebrauchen, ja. Komm, ey, das ist doch jetzt nur noch gucken. Zack. Los, Schütterklinge. Oh, die anderen können nicht mehr viel Schaden machen. Aber soll jetzt egal sein. Okay, so eine Schatztruhe nehmen wir natürlich mit. Gut. Dann wollen wir mal ins Innere des Kontrollturms. Gucken, was uns da erwartet. Oh, da sollen ja... Da ist ja natürlich... Da ist ja, der goldene Mekon. Zusammen mit Fiora. Und hier komme ich gar nicht rein. Wunderbar. Das lobe ich mir. Frage mich natürlich, warum ich gegen die gekämpft habe. Dann müssen wir wohl doch da unten lang. Tippe ich jetzt einfach mal. Gut, ja. Munteres Raten. Ja, ich würde sagen. Ja, ich tendiere hierzu. Autsch. Dann. Ha, erstmal. Ja, ich denke hier lang. Und ich speichere jetzt mal kurz ab. Nicht wegen den Gegnern da, sondern. Weil ich glaube, meine Wii geht so langsam. Gibt sie den Geist auf. Letztens, also beim Leveln. Ah. Da hatte ich erst schon ein ganzes Stück gelevelt. War schon soweit ganz gut. Eine Dreiviertelstunde und ich hatte mich gespeichert. Und auf einmal, aus dem Nichts, startet das Spiel neu. Und wir haben wieder den Screen, der am Anfang kommt. Die Disk wird gelesen. Mir ist schon vorher aufgefallen, dass die ganze Zeit am Abgehen war, wie Sau die ganze Zeit.
mich schon gewundert, ne? Aber dachte mir, na gut. Macht nichts, soll wohl gehen. Geht bei mir bei diesem Spiel sowieso ziemlich ab. Wie ist das bei euch? Ist der auch so laut, wenn ihr dieses Spiel spielt? Nein. So war es auf jeden Fall. Und seitdem habe ich ein bisschen Angst. Die hat auch letztens komische Lüftergeräusche gemacht. Das hörte sich so an, als würde der Lüfter klappern. Oh oh. Mein Monado ist noch nicht voll aufgeladen. Wäre ganz gut, wenn das vorher erledigt wäre, bevor wir da an die anderen gehen. Machen wir den hier. Ja. Okay, ein bisschen rumlaufen, um Energie zu tanken. Ja, da habe ich mir dann noch, nochmal schnell im Internet vorher nachgeguckt, ob man eigentlich bei der Wii Spielstände übertragen kann. Da war ich mir nämlich nicht sicher, weil ich hätte die meine Wii nicht mehr eingeschickt, die ist von Tag 1. Also, meine Güte, wenn die jetzt den Geist aufgeben würde, dann sag ich mal, sie hat lange durchgehalten. Hat auch eine Menge Stunden Spielzeit hinter sich, deswegen wäre es okay. Da hätte ich dann gesagt, ja, okay, neue, her damit. Hatte mir schon die hellblaue da ausgeguckt mit Mario und Sonic. Spiel, das ich mir jetzt normalerweise niemals gekauft hätte, aber wäre dann okay gewesen. Hätte ich dann ausnahmsweise mitgenommen. Und dieses hellblaue da, das sah eigentlich gar nicht so übel aus, ne? Besser als meine weiße, die schon so ein bisschen fast gräulich wirkt. Hey. Ja. Schala kann mich gerade nicht heilen, okay. Vicky aber. Und jetzt, heute eine Heilung wäre eventuell angebracht. Oh, ihr macht mich platt, die machen mich platt, die machen mich platt. Schala ist down. Ich nicht vielleicht warten sollen, bis der tot ist? Oh, das gibt's doch nicht. Okay. Gerade eine Panikreaktion. Okay, Mann, scheiße. Autosäge, okay. Tötet Schulk. Das soll aber nicht das Problem sein. Oh, fuck. Scheiße, Ricky, das war genau im falschen Moment. Viel hoch. Okay, ich kann Schala gerade gar nicht heilen. Oh, das wird übel. Es wird nicht nur übel. Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Vielleicht doch. Oh, das wird so scheiß knapp. Schmetterhand 4, das ist bestimmt schlimm. Aber geht. Geht so. Ah. Nein. Oh shit, das Monado ist komplett leer. Okay, wir müssen erstmal heilen. Und wir haben ein komplett leeres Monado und da warten die Gegner auf uns. Wunderbar. Oh, das liebe ich. So macht's Spaß. Was haben wir da denn? Level 49, Level 49, Level 49. Ist also egal. Naja, hoffen wir mal, dass wir das wirklich schnell voll kriegen, aber es sieht nicht danach aus. Scheiße. Komm, wird voll, Monado. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das geht. Das hat irgendwas mit Statusänderungen zu tun, ne? Ja, ich spiele das Spiel 30 Stunden und weiß nicht, wie man das Monado auflädt. Oh Mann. Es ist einfach nur geil. Das gibt's nicht. So, Monado ist voll. Dann haut mal drauf, Leute. Das schaffen wir, das ist nicht das Problem, meine Güte. Klar.
soll man nicht so rumholen. Ich hoffe nur, der Weg ist richtig und ich mache das nicht wieder umsonst. Atomglühen. Brand. Das macht nichts. Ist nicht so tragisch. Schön wäre es, wenn wir den vorher töten. Haben wir sogar. Oh, ein Level aufgestiegen. Ich gar nicht drauf geachtet. Dann geht's euch ja jetzt richtig an den Kragen. Ich muss mal Bücher finden. Ich habe echt nur... die ganzen Attacken von meinen Standardcharakteren, die sind alle nur bei der Hälfte. Mehr kann ich nicht auffüllen, weil ich einfach nicht die passenden Bücher habe. Und bei denen, wo ich nachgeguckt habe, wo ich welche kaufen können, gab es immer nur Attacken für Dungeon oder Melia oder für, ja, die Leute, die ich benutze, aber die Attacken nicht einsetze eigentlich, die ich nicht in der Konfi da habe. Und ich will es eigentlich auch nicht mehr ändern. Du bist doch recht tot, oder nicht? Oder warst du nicht schon tot? Ja. So, auch Ricky auf Level 52. Gut, 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 gut. Zack. Der Zerstörer, ja, ja. Der tut mir leid. Ohne Hilfe von seinen Kumpels ist er ziemlich aufgeschmissen. Da hilft dir auch nicht dein Atomglühen-Wetten. Ja. Na klar. Okay, jetzt würde Schuld töten, aber... soweit kommt's nicht. Gut, das sieht nach einer größeren Truhe aus. Die nehme ich doch mal mit. Ah, eine Menge Kram, den ich da schon wieder habe und nichts mit anzufangen weiß. Beziehungsweise keinen Bock habe nachzugucken. Bestimmt ein Fehler. Idiotisch. Aber okay. Warum gucke ich hier? Ich weiß es nicht. Ich wollte einfach mal... ja. In der Hoffnung, da gäbe es was... tolles, phänomenales, aber nee. Irgendwie nicht. Und selbst wenn es hier was Phänomenales geben würde und es würde mir... es würde mich anspringen, ich würde es ja nicht merken. Das ist ja das Traurige. Aber gut, 134 Schritte und wir sind... ja, ich würde fast sagen, definitiv richtig. Aber... da lag ich schon öfters falsch. Wenn das hier ein Eingang ist, sind wir richtig. Das sieht doch sehr gut aus. Hier kommen wir rein. Jetzt gibt es kein Zurück. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns finden. Auf geht's. Jawohl. Das war alles an Sequenz. Ach nee, gibt mir keine Handlungsnotiz. Bin ich jetzt... muss ich jetzt hier blind spielen oder was? Die Gruppe ist in Festung Galahad eingedrungen. Shulk hat in einer Vision gesehen, dass wir aber auch dort ist. Suche in der Festung nach ihr. Suchen? So, jetzt komplett auf mich allein gestellt suchen? Oder was? Das ist nicht euer Ernst. Nicht wirklich, oder? Nee. Ha, gut. Alles sehr hübsch. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, welcher brachiale Gegner mich da gleich... ach komm, lass das mich raten. Hier komme ich nicht durch. Das wird... doch. Ich hätte gedacht, es kommt ein Video, das mir sagt, ach, vergiss es. 48 Türmechanismen müssen vorher betätigt werden. Oh Gott. Es gibt Mechanismen, die haben wir schon gesehen. Und jede Menge Meckern. Fjord ist irgendwo hier drin. Sehen wir uns mal um. Haltet die Augen offen. Ich bin zu allem bereit. Ich werde jeden Meckern platt machen, der sich mit uns anlegt. Das sagst du so einfach, Ryan. Das sagst du so einfach. Den Aufzug starten. Handlungsmission. Der Aufzug zu den unteren Ebenen Festung Galahad ist versperrt.
Vielleicht bekommst du von den Mekkon in der Nähe ein hilfreiches Item. Besiege die Mekkon in der Festung Galad, um einen Weg zu finden, den Aufzug zu entriegeln. Juhu. Na, wie viele sind's denn? Also, mit anderen Worten, ihr wollt sicherstellen. Okay, da komme ich also nicht ran. Fertigung. Kommandeur. Kommandeur hört sich schlimmer an. Eigentlich, aber das sind die Kleinen. Von daher greife ich zuerst ihn an. Mein Gott, ey. Jetzt wollen die bestimmt sicher gehen, dass ich auch wirklich auf dem passenden Level bin, bevor ich mich Fiorba und dem goldenen Mekkon stelle. Was zugeben, von dem goldenen Mekkon habe ich schon fast Panik. Ich habe so das Gefühl, der wird mich so oder so auseinandernehmen. Aber na gut, vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Ich kann ja fast nur hoffen, dass ich nicht sofort das Item finde, durch Zufall. Oder die haben es sowieso so programmiert, dass es der letzte ist, den man findet. Kann sein. Ey, die Musik hat sich geändert, oder? Ich habe es hier nur sehr leise auf meinem Headset, deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Aber ich glaube, die Kampfmusik hat sich geändert. Okay, das nehmen wir einfach mal mit. Okay, da oben läuft einer rum, aber wir machen hier erstmal unten alles platt. M65 Jäger und M58 Taktik. Du wirst zuerst platt gemacht, Mann. Zack. Ho, ho, ho. Na gut, für alle Leute, die Freunde des Kampfes. Es steht uns wohl eine Menge Kampf bevor. Wie jetzt schon in letzter Zeit eigentlich, ja, fast durch. Viele, viele Kämpfe, mein Gott. Ich weiß gar nicht, wann im letzten Part mal wieder, wann beim letzten Mal, in welchem Part, so richtig viel Story kam. Jetzt so, ja gut, ging Mumka, da ein bisschen, aber das war jetzt auch nicht die Welt. Okay, der untere Bereich ist gereinigt, oder wie sehe ich das? Ich denke mal, das Item würde ich automatisch kriegen, oder? Vielleicht sollte ich mal die Truhe aufmachen. Na, ich denke, das kriegen wir automatisch, weil ich... Naja, sicherheitshalber werde ich die Truhen öffnen. Aber Leute, die Festung Galahad erkunden wir im nächsten Part weiter. Ich sehe da hinten schon 6 Gegner, da ist es bestimmt. Bis dann und ciao.